Rainer auf Gnomisch mit Tränen in den Augen vor sich hin fluchen. Komm raus, was immer du bist. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Rainer? Jo? Diplomatie plus 5 unten in dem Modifier. Er redet in fremden Zungen. Genau genommen tue ich das nicht, nein. Für mich schon. Ja, und in deinem Kopf hörst du. Ich, okay. Mag dich. Komm mal darüber. Andere Seite vom Fluss, dass dich keiner sieht. Mutter wurde da gerade beleidigt. Die Sache Ich gebe euch mal so viel Kontext. Ihr seht den Rainer halt im Fluss, aber mit Harttränen in den Augen. Das ist der Was Kontext, den ihr gerade kriegt. Tränen. Okay. Er weint. Ich denke hier. Ding. Vor allen Dingen die ganze Zeit schon im. Dass diese Gestalt die ganze Zeit verfolgt. Ist es vielleicht dieselbe? Ist es eine andere? Ist es der Wald, der uns wirklich versucht, hier rauszutreiben? Die Streiche. Ich hab das Bedürfnis, mich einfach wieder hinzulegen und nichts mehr zu sehen. Endlich weise Worte. Vielleicht mag dieser Wald auch keine unfreundlichen Menschen. Deswegen kriegt sie immer da Rainer ab. Er ist ein Gnome. Rainer ist doch verschwunden und war verletzt. Oder ist zumindest ziemlich träge zurückgekommen. Hat der vielleicht irgendwas angestellt, was den Wald verärgert hat? Der Blick geht zu Rainer. Warte mal kurz. Auf deine Frage, Rainer, ja. Okay. Sorry, Tamara, was war die Frage? Es war eigentlich eher in die Runde. Ja, ich hab's nicht gehört. Ich hab eben nicht zugehört. OT, deswegen, sorry. Meinte gerade, du warst ja verschwunden. Ob du vielleicht irgendwas getan hast, was den Wald verärgert hat. Ich hab mich hingesetzt und auf euch gewartet. Nein, und vorher. Vorher, in der Nacht. Als ihr in der Nacht loszog und dann... Wir haben versucht, für uns Essen zu sammeln. Wir haben versucht, für uns etwas Essen zu jagen. Aber wir haben doch Essen. Es tut mir leid, dass ich mich um diese Gruppe bemüht habe. Und ich gehe auf die andere Seite des Flusses. Also du stehst jetzt auf der anderen Flussseite. Ich gehe jetzt halt so ein bisschen auf der anderen Flussseite, aber ich gehe so ein bisschen davon auch weg. Sind die Illusions noch da? Nein. Sind sie auf Zureden von Rainer weggegangen? Ja. Nachdem er so auf eine unbekannte Sprache getattert hat. Rainer, was ist passiert? Was ist los? Ich möchte einfach nur kurz Ruhe. Mann! Ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen um ihn. Und nicht nur, weil er schon ein bisschen gelitten hat durch uns. Ein bisschen? Durch dich meinst du wohl. Moment, ich habe ihm kein Zelt auf den Kopf geschlagen. Kein Zelt, aber was anderes. Okay, ich nehme das jetzt mal also als Vorwand und spreche nicht allzu laut, aber klar und deutlich. Ist der Spaß hier ist vorbei, aber ich habe letzte Nacht ein Stück südlich von hier dem Fluss entlang eine ganze Menge andere Leute gesehen, die bestimmt auch Spaß dran hätten, ein bisschen mit dir zu spielen. Geh doch dahin und lass uns ein bisschen erholen. Riese Diplomatie, darf ich es versuchen, ob es weggeht? Kannst du versuchen? Notwürfel. Eher nicht so. Nee. Ja, habe ich das mit den Würfeln lassen. Einfach schlafen, Dex. Einfach schlafen. Ich setze mich an einen Baum. Ich lehne mich an denselbigen. So. Frage bleibt jetzt immer noch. Ruhen wir uns noch aus? Warten auf die Nacht? Machen irgendeinen Plan, gucke dabei dann zu Dex. Also, Beste ist, wir gehen über Nacht und wir haben 3 Stunden Zeit auf dem Weg dahin, alles zu besprechen.
Wir werden die ganze Nacht wach sein, also würde ich empfehlen, schlaft noch so viel ihr könnt. Ich werde das auf jeden Fall tun. Die Nacht war lang und der Morgen, nachdem ich mein Pferd noch suchen musste, noch länger. Und dann drehe ich mich wieder um. Ich glaube, er ist bestimmt wegen dem Pferd, oder? Er ist einfach nur müde. Dann gute Nacht. Wollen wir nochmal irgendwie mit Wachen dann, während wir uns ausruhen? Zwei Wachschichten nochmal einlegen? Oder seid ihr alle zu wach, um nochmal ein bisschen zu... Ich schreibe erstmal. Wenn ihr schlafen wollt, dann schlaft. Ich versuche, meine Augen offen zu halten. Ich würde mich dann nochmal eine Runde hinhauen. Wenn irgendwas ist, weckt mich, dass ich schnell genug rennen kann. Ja, ich leg mich dann auch hin. Ich leg mich dann auch nochmal auf meine schöne Rolle. Du siehst zwischen den Bäumen den kleinen bunten Feendrachen und die kleine Grillen-Mensch-Feen-Mischung, möchtest du meinen? Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Nix, wir haben einfach nur Spaß. Ich bin seit Wochen von zu Hause weg, habe Heimweh, ich habe gehofft, neue Freunde zu finden und alles, was ich bis jetzt bekommen habe, sind dumme Streiche und Angriffe von Freunden. Aber ich will doch eigentlich auch nur erwachsen werden. Der kleine Drache schaut dich an, setzt kurz an, landet auf deiner Schulter und tätschelt dir leicht den Kopf mit seinem Flügel. Mir fangen an, Tränen das Gesicht runterzulaufen. Na. Ihr wart das im Wald mit dem Irrgarten und dem Kreis, oder? Das Grillenwesen fängt an, ihre Beine mit ihren Beinen wunderschön zu fiedeln. Fühlst dich glücklich. Danke für dieses Gefühl. Du hast das Bedürfnis, anzufangen zu tanzen. Ja, und ich fange auch an, ein kleines bisschen vor mich hin zu wippen. Der kleine Drache tanzt auch mit dir auf deiner Schulter. Beziehungsweise an deiner Seite. Und nach einiger Zeit setzt er sich dann auf deine Schulter und das Grillenwesen setzt sich auf deine andere Schulter. Ich danke euch gerade für dieses gute Gefühl und ich hoffe, ihr und ich, vielleicht könnten wir sogar Freunde werden. Das wäre schön. Werden wir bestimmt. Okay. Gut, ja, dann mache ich mich irgendwann mal so entspannt auf dem Rückweg. Die Grille flüstert dir ins Ohr, als du dich umdrehst und wieder zurück zum Lager gehen möchtest. Wenn du weiter oben durch den Fluss läufst, da kannst du stehen. Der ist voll flach. Und so kommt ihr wieder beim Lager und bei den anderen an. Ja, ich komme nicht durch den Weg, wo ich gekommen bin, sondern ein paar Meter weiter oben komme ich durch den Fluss gelaufen. Du siehst das übrigens, Kron. Und jetzt kann ich es auch für dich beschreiben. Auf seiner linken und auf seiner rechten Schulter sitzt etwas. Und zwar das hier. Das sitzt auf der einen Schulter. Und das hier sitzt auf der anderen. Der Rest schläft ja. Glaubt, oder? Ja, zumindest dösen, ne? So. Was mit Alex? Hat Alex sich auch hingelegt? Nachdem wir ja darauf warten, dass unser Dunkelelf irgendwann aufwacht, ja, okay. Ich würde mich dann auch hinlegen. Dann bekommt es nur Kron mit. Kenn ich diese... Du hast es vorhin beschrieben.
Das eine ist ein Feendrache, das andere ist eine Grig. Okay. Ah, da war ich erschreckend, genau. Wow, das war gerade echt, das war echt gruselig, das, wo die drei Sachen, die ich auswähle, sind es zwei. Okay. Ich möchte nur mal kurz anmerken, der überhaupt gar keine Ahnung von Magie hat, ne? Hat die angeschleppt. Sichtbar. Ja, der Feendrache flüstert dir ins Ohr, hat der dich geärgert? Alle ein bisschen. Er hat unsichtbare Freunde, wir sind so am Arsch. Soll ich mit ihnen spielen? Nee, du siehst sie ja. Jetzt siehst du sie gerade, Kron. Nein, ich will einfach ein bisschen Ruhe, dass das alles normaler wird. Okay. Ihr dürft jetzt alle einmal einen Willenskraft-Rettungswurf machen, als die Grig anfängt, eine wunderschöne Melodie zu fiedeln. Würfelglück, lass mich nicht im Stich. Was meinst du, tut dir leid, ich muss ja keinen würfeln, oder was? Doch, oder? Du kannst aber um deinen Schlaf rum. Will, oder? Ja, ich will. Mensch, Kür ist richtig willensstark. Alex fehlt noch. So, doch hier bei Gesamt. Ja. Okay. Alex, du fühlst dich halt nur ein bisschen zufrieden, während sie anfängt, eine wunderschöne Melodie zu spielen. Alle anderen fühlen sich zufrieden und haben das Bedürfnis, anfangen zu tanzen. Nein! Oh doch, ihr fangt jetzt alle an zu tanzen. Ihr fangt alle an zu tanzen, außer Alex. Ich hole meinen Stock und tanze es euch vor. Hören wir auch Musik? Ja, sie fiedelt. Wie so eine kleine Violine. Kennst du Pinocchio? Allerdings mehr so ein bisschen ungelenk. Naja. Für Form finde ich schön. Wenn ihr dabei wunderschön aussehen wollt, könnt ihr das alle machen. Ich habe das, glaube ich, gar nicht. Also, und während des Tanzens, ich mit der Hand auf Brüster Hand, halte sie in Richtung Gnom, fixiere die beiden kleinen Dinger und sage, doppelt. Also tanze ich ungelenk, bitteschön. Ja. Da, 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 da. Sie versteckt sich beim Fiedeln hinter deinem Kopf, Rainer, wenn Dex auf sie zielt. Ich fixiere sie weiter, dann sagt dann er. Also du müsstest Rainer durch den Kopf schießen. Ich will nicht schießen. Nicht schon wieder! Ich will nicht schießen. Ja, einfach los. Schluss damit. Ui, warte. Und Rainer so, nein! Da ist sie. gegen Intimidate war, glaube ich, auch Willenskraft. So, du hörst sie ein bisschen hinter deinem Kopf grummeln, Rainer. So ganz traurig, so. Ich. Und ja. Es hört auf zu fiedeln und ihr hört auch auf zu tanzen.